Hello, Big Boys and Girls. Willkommen zu einer nächsten Folge von Scene Talkers. Heute haben wir zu Gast den Meinl von Tripsitter und den Jimbo von Harakiri for the Sky. Danke, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne. Sehr gut. Wie wir es die letzten Male vielleicht nicht so gehabt haben, machen wir es dieses Mal schon wieder. Das heißt, die Scene Talkers sind heute eher untereinander an Wort. Ich bin zwar da, ich werfe was ein, wenn es sein muss, aber ansonsten bitte ich euch einfach einmal zu quatschen über eure Bands. Zwei sehr, sehr coole Bands, wie gesagt, großer Fan, sehr atmosphärisch und emotional, finde ich. Das gefällt mir sehr gut und ich finde auch, es hat etwas sehr Eigenes. Auch innerhalb die Wege, wo ihr unterwegs seid, ist es doch was sehr Eigenes und es würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dazu ein bisschen unterhalten könnt. Ja, ich habe zuerst eh schon angefangen. Ich finde es von der Herangehensweise vielleicht gar nicht so unähnlich. Was halt bei Tripsitter halt auffällt, ist halt, dass die Hardcore-Kanten halt doch ein bisschen mehr vertreten ist als jetzt bei Harakiri. Das, wie soll ich sagen, ich war halt lange Zeit, ich finde, dass man bei den neuen Harakiri-Alben, also bei den letzten zwei, das dann schon wieder ein bisschen besser hört, meine Hardcore-Einflüsse. Aber ich war halt lange Zeit in der Band das einzige Hardcore-Kid, Black Sock. Und die anderen sind halt eher aus dem normalen Black Metal gekommen und hin und her. Und in den letzten Jahren habe ich es aber geschafft, dass ich in Matthias, also unser Gitarristen, der die Sachen schreibt, auch ein bisschen an so Bands wie Modern Life is War und die Fita und so herangeführt habe, dass ich halt glaube, dass das schon einen Einfluss gehabt hat drauf auf das. Und na, aber ich glaube, Tripsitter bei euch sind wahrscheinlich alle eher aus dem Hardcore, oder? Ja, ursprünglich muss ich sagen, wir kommen schon aus dem Hardcore eigentlich auch, aber so in letzter Zeit eher, ich glaube, bei uns ist das komplett verkehrt, wie bei euch so. Wir kommen eigentlich schon aus dem Hardcore und je weiter zurück in der, oder weiter vor in der Bandgeschichte, kommen wir eigentlich mehr so in den Metal rein. Okay. Und haben mal da die Metal-Einflüsse mit einspielen lassen. Ich finde, beim letzten Album ist es halt ein Mix aus Hardcore und Metal, aber es stimmt schon, du hast sicher recht. Und bei euch ist es tatsächlich immer jetzt auch das neueste Album von euch angehört. Und was ich da so cool finde, ist eigentlich, es geht, glaube ich, 1,5 Stunden oder so. Das ist ja voll geil. Ihr macht so ewig lange Lieder, aber das ist, finde ich, voll geil, weil das ist so, das zieht dich so ein in das. Ihr schafft sofort die Atmosphäre zu kreieren, mit dem ersten Lied gleich noch. Sobald du checkst, okay, das Lied das geht irgendwie länger, du verlierst dich voll in dem Song drinnen, das finde ich voll geil. Und ja, ich glaube, das kommt, glaube ich, aus dem Black Metal oder so, oder? Ja, Post-Rock eigentlich eher, weißt du? Das ist oder Post-Rock, ja, genau. Das ständige Auf und Ab, weißt du? Dann explodiert es wieder, dann wird es wieder alles ruhig und es steigert sich ein zweites oder drittes Mal. Und ja, also da eher. Weil das im Endeffekt war das auch der Grundgedanke am Anfang von der Band. Ich wollte da eine Band haben, die, weiß nicht, ob ihr die kennt, If the Streets Could Talk. Das ist ein bisschen eine härtere Post-Rock-Band und ich wollte eigentlich so ab 2008, wie ich heute halt in das Post-Rock-Zeug reingekommen bin ungefähr, immer eine Band machen, die was ein bisschen ähnlich klingt wie If the Streets, nur mit Schreigsang drüber halt und nicht instrumental. Ja, volles. Das war dann halt ein bisschen so die Herangehensweise und ich glaube, das hat sich halt, wie soll ich sagen, das ist sich sogar halbwegs ausgegangen, dass ja, es in die Richtung geht. Weil bei euch ist auch, was ich finde, auch so von der Stimme her, das ist auch nicht so. Das ist nicht so sehr Metal, finde ich. Das ist so ein bisschen. Das kommt schon auch ein bisschen wieder aus dem Hardcore, aber das wirst du irgendwie machen, glaube ich, wenn du sagst, du kommst ja, da irgendwo her. Es ist eine Mischung. Also es war jetzt nicht unbedingt beobsichtigt. Meine Stimme hat sich einfach mit den Jahren verändert. Und ja, die ist einfach tiefer geworden. Weil, was weiß ich, auf die ersten Kaga-Alben zum Beispiel von meiner anderen Band, da singe ich noch viel höher. Und natürlich, glaube ich, sind dann halt schon auch so Einflüsse dazugekommen wie, ja, was weiß ich, Cult of Luna oder so, wo die halt auch ja,
eher tiefer schreien als wir hoch. Und ich habe halt dann irgendwann nur mehr, eher mehr so eine Musik gehört. Ich höre nach wie vor Black Metal, wo's richtig gekeift wird, Black gesagt. Aber nein, das hat sich dann einfach mit der Zeit dann einfach automatisch verändert. Mag es wegen am älter werden gewesen sein oder wegen die Einflüsse. Aber ja, eben. Ja, fix, ich merke das auch, wenn man, mir kommt auch vor, wenn man älter wird, wird die Stimme tiefer noch so, als hat man so einen Stimmbruch im Schreigesang nochmal mit Ja, 25. und im Endeffekt ist es halt, was soll ich jetzt sagen, ja, nein, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, nein, das stimmt schon, das glaube ich, beabsichtigt man gar nicht so, ah ja, aber genau, jetzt weiß ich wieder, und es ist ja halt auch die Praxis, weißt du, Ja. desto länger das machst und desto öfter, weil ich merke zum Beispiel jetzt schon, weil am Montag habe ich ein Liedl, also ein Gastbeitrag bei einer anderen Band eingesungen, und ich merke das jetzt auch schon, dass ich keine 60 Konzerte mehr im Jahr spiele. Und Ja, fix. aber die Stimme jetzt nicht scheiße klingt deswegen, aber es geht einem einfach diese Praxis ein bisschen ab, weil ich weiß nicht, habt ihr jetzt trotzdem probt in letzter Zeit? Ja, schon, aber eigentlich ohne Gesang, muss ich sagen. Also, wir haben halt jeder geschrieben. Jeder geschrieben, ja, voll. Und ehrlich gesagt, fürchte ich mich auch ein bisschen davor, wieder zu schreien, weil es halt einfach lang her ist. Also das ist jetzt ein Jahr, wir haben ein Jahr jetzt keine Show mehr gespielt, halt, so wie jeder eigentlich. Aber sag ja, wie hast du live, hast du Probleme dann so auf Tour mit der Stimme? Oder geht das gut? Wie soll ich sagen? Also wegen dem Schreien allein kriege ich keine Probleme. Ich kriege, wenn dann halt wegen meinem generellen Lifestyle auf Tour Probleme. Also ich muss halt dann, also mein Schema ist halt das, dass ich zumindest jeden vierten Tag komplett auslasse. Kein einziges Bier trinke, keinen einzigen Schnaps trinke, kein einziger Zigarettenrauch. Und am vierten Tag sofort nach dem Konzert schlafen gehen. Okay, und das ziehst du auch durch dann, oder? Ja, das ziehe ich dann durch, weil ich hab keinen Bock, dass dann, weil irgendwann ist die Stimme halt dann auch komplett hin. Also das sind einfach so Tour-Erfahrungen, die ich halt leider auch machen müssen habe, weil da waren dann nämlich schon einmal Konzerte dabei, wo ich jetzt gemeint habe, es sind eh nur 5 Konzerte. Das schaffe ich trotz Rauchen und Saufen und hin und her. Nein, schaffe ich nicht. Nein, volle einfach Sache. 3 Konzerte schaffe ich mit dem Ding. Und am vierten muss ich einfach komplett nüchtern bleiben und schauen, dass ich um 11 im Bett bin. Das ist halt das ist mein Geheimrezept. Dann passt es aber normalerweise am fünften Tag in der Früh wieder. Fix, weil ihr habt es ja, ich stelle mir das zach vor, so lange Lieder eigentlich und der Gesang ist schon immer präsent, eigentlich das ganze Set lang. Das ist schon bestimmt. Aber wie ist das? Wärmst du die Stimme auf davor? Nein, gar nicht. Eine Zigarette und ein Schnapsel. Ja, eher so. Es ist, ja, wir sind generell halt, auf das soll man eh nicht stolz sein, aber wir sind halt generell eine Band, die was in der Hinsicht eigentlich wenig scheißt. Und ja. Es funktioniert halt, weißt du, im Endeffekt, wenn du diese Lieder schon so ewig spielst, kann man auch mal ein paar Bier mehr trinken, Black gesagt, vor dem Konzert. Aber ja, ich weiß schon, dass die meisten Sänger dann im Backstage herumrennen. Ja. Ich muss mich da immer ziemlich anhauen drüber. Aber ja, ja, jeder hat so seine Taktiken. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man dass man selber quasi die richtige Lautstärke mit der Stimme macht und dass das Mikrofon richtig eingestellt ist von der Lautstärke. Dass du nicht quasi komplett die Seele aus dem Leib brüllen musst, damit du die hörst, sondern dass du da einfach einen guten Kompromiss findest. Und das sind halt auch so Sachen, die lernt man halt nur durch Erfahrung und indem man ein oder zweimal einen ziemlichen Scheiß beieinander gehabt hat. Ja, voll. Das stimmt wirklich mit dem. Mit der Lautstärke von der Stimme, das habe ich auch ehrlich gesagt vor kurzem herausgefunden, wirklich, wie es für mich passt. Oder? Ich habe früher immer einfach Vollgas laut geschrien, das war einfach das, wo ich immer gedacht habe. Das Konzert ist ja voll wurscht, weißt du? Ja, fix, aber beim dritten merkst du es dann halt voll. Ja, oder? Genau. Und dann kommst du irgendwann drauf, okay, ist Schreien eigentlich geht viel besser, wenn man nicht so laut schreit eigentlich und das Mikrofon ein bisschen pusht und dann kann man auch die Stimme live.
fix und einfach live dynamischer kontrollieren die Stimme. Und das finde ich einfach. Das ist aber es ist halt dann. Wichtigste. Ja. Ja, voller, ja. Und es klingt einfach besser. So, das so paradox, wie es ist. Ja, ja, na voll. Weil aber leise Schreien, habe ich mir immer gedacht, macht irgendwie keinen Sinn. Ja, nein, aber es ist witzig, weißt du? Weil es gibt halt einfach einen Haufen Sänger, die sind echt nur so. Und du musst ja, das Mikrofon auf 100.000 auftragen. Und die haben halt auch kein Problem mit der Stimme, aber nachher, weil ja, ja, sie ja nur eine krächzen jeden Tag. Nein, aber. Nein, das ist halt einfach beim Hardcore, ist das halt auch, aber dieses Druckvolle halt auch wichtig. Ja, ist auch volle. Drum, also das, dass da gar nicht, was war ich da jetzt. Nein, das funktioniert nicht so. Aber was soll ich jetzt sagen? Nein, das ist schon wieder. Nein. Aber weil du zuerst sagst, Metal-Einflüsse, das darf mich interessieren, was genau da du verstehst oder was ihr da für Bands hört. Ja, wir waren eigentlich hat es angefangen mit, wir waren vor 2 Jahren, glaub, oder 3 Jahren halt, vor dem Album mit der Band Canvas auf Tour aus England. Mhm. Und die haben, und da ist der Schlagzeuger. Fenster gespielt? Ja, da haben wir Fenster. Ja, da war ich sogar. Ah, echt? Ja, geil. Ja, ja, voll, weil die Canvas-Platten haben wir gekauft, die mit den Blumen oben. Mit die, ja. Rosa-Roten. Nein, drum, dann habe ich euch ex und habe ich euch eh live gesehen auch einmal. Ja, fix, geil. Voll cool. Boah, das ist auch schon ewig her. Ja, volle Zeit. Das ist echt. Echt Sache. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie es ist, ein Konzert zu spielen. Nein, was soll. Genau, und da ist der Schlagzeuger, der hat da so einen heftigen Metal gekocht die ganze Zeit. Und mit dem habe ich mich super verstanden. Und der ist halt ein mega geiler Schlagzeuger. Der hat halt auch so bei Canvas immer voll geil gefunden. Der hat irgendwie nur die Bass, die Snare und die Hi-Hat und ein Becken oder so. Das war sein komplettes Set und der hat halt nur Blasbeat gespielt. Und das hat mir halt extrem geflasht irgendwie. Und da bin ich halt so ein bisschen. Er hat viel The Body gekocht halt. Das ist jetzt so nicht so. Das ist halt auch so ein Experiment. Ja, nein, ich sag mal jetzt üblich. Ja, ich finde eben auch voll geil. Und sie haben aber so obergeile, Albumtitel. Ja, I fought against it, but I can't any longer. Oder One Day You Will Look Like Ike. So richtig geile, so volle hinige Titel. Volle. Und das ist eben genau, das hat mich voll gefreut. Ich glaube, es ist ja immer die Musik, was mir so taugt, ist das, sind eigentlich die Bands, die was irgendwas anders machen. So. Ja, voll. Oder das reizt mich immer irgendwie, wo ich sehe, okay, die machen irgendwas, was sie noch nicht kennen, irgendwie so. Das, ja. Das flasht mich, glaube ich, immer am meisten. Und der hat mir ganz viele so Bands, ich kann da mal was schicken. Ja, bitte, gern. Aber das ist voll geil. Und durch das bin ich, ich war immer schon ein voller The Chariot-Fan. Also das finde ich, ist für mich die geilste Band, was es gibt. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die machen so... The Chariot, das sind doch diese Christentypen, oder? Es sind das Christen, das weiß ich. Ja, ich glaube sogar gar nicht einmal so wenig. Nein, so. Aber ich weiß schon, die sind auch ziemlich, ziemlich experimentell und mixen eigentlich ziemlich viel Genres so in die Richtung, gell? Ja, die machen halt so Chaos-Hardcore. Genau, nein, das ist schon cool. Es ist schon wieder Zeit her, dass ich mir das angeguckt habe, aber das habe ich irgendwann einmal im Fuse Magazine gesehen. Und dann habe ich mir die angeguckt, das war glaube ich schon ganz cool. Eben Chaos, das trifft es glaube ich recht gut. Ja, voll, das ist absolut, und wenn du das hörst, du kennst dich eigentlich nicht aus, was die da machen. Erst wenn du es einmal checkst, dann verstehst du die Band irgendwie so. Ja. Die kraxeln auch auf die Dächer und so und machen halt richtig, zinken alles an und so. Aber volle, einfach, voll die Sache, Band. Gibt es leider nicht mehr, also die haben auch gehört. Ich glaub, ja, das weiß ich. 2012. Ja, und er macht jetzt 68, heißt sein neues Projekt. Ja, nein, das ist gar nicht. Aber ihr, genau, weil ich gerade 68, das so, ihr seid ja auch zu zweit, oder? Und ich ja, so schreiben dann mal die Sachen zu zweit. Ich bin halt nur Texter und Sänger und er schreibt die Lieder. Okay, ja, und wie macht sie das? Dann live holt sie dann so Musik einfach dazu, oder? Ja, das sind aber eigentlich seit Anfang mehr oder weniger die gleichen, was wir halt schon dann, dass, weil manche Leute kennen das oft nicht ganz, ganz, normal, ganz, ganz gut verstehen und finden es ein bisschen illoyal, oder wenn man das sagt, dass wir halt aber dann doch, falls der Schlagzeuger oder der Bassist, weil meistens ist so einer von den zwei, nicht freikriegt,
dass wir uns dann schon quasi Session-Session-Musiker holen, damit wir die Tour spielen. Und na, aber generell eigentlich seit Anfang 2012 eigentlich eh fast dieselben. Da hat es nicht wirklich Wechsel gegeben. Ganz am Anfang haben wir einen anderen Schlagzeuger gehabt und der hat zwei Konzerte gespielt. Dann ist er ausgestiegen und seitdem haben wir eigentlich den gleichen. Session-Mitglieder. Aber ja, das schreiben, hat Sinn, oder? Also schreiben tut es dein Kollege, oder? Ja, im Endeffekt ist es so. Ich schreibe sowieso die ganze Zeit, weißt du? Ideen sammeln halt quasi. Und er schreibt halt auch die ganze Zeit tippt halt dann beim Guitar Pro ein. Und ja, manchmal schreibt er ein Liedl in drei Tagen, manchmal hat er Teile zwei Jahre, bis ihm einfällt, was er damit machen kann. Und meistens ist es halt so, dass ich halt die Pre-Production zum Herren kriege dann. Und dann setze ich mich hin und schreibe und setze die Textphrasen, was ich notiert habe, zusammen. Voll geil. Ich finde das. Wie macht ihr das? Wie macht ihr beim Songwriting-Prozess? Weil das denke ich mir immer wieder. Ihr macht so lange Lieder, oder wie wisst ihr, wie lange jetzt ein Bart sein muss? Ist das eine Gefühlssache, oder? Nein, nicht. Also am Anfang war das sicher so. Und vielleicht ist das auch nach wie vor bei ein paar Teilen so. Aber eigentlich rennt es auch so, was soll ich sagen, das ist schon ein bisschen konzipiert. Meistens haben wir halt das irgendwie so, wenn ein Teil achtmal kommt, dann kommt er meistens die ersten viermal mit Gesang. Und über die zweiten viermal kommt dann eine dritte Gitarre drüber. Okay. Also das ist eigentlich so, das ist der Grundbaustein, wie wir das aufbauen. Gibt da andere Teile, wo zum Beispiel bei den ersten zweimal für den Aufbau nur die Rhythmusgitarre und ein Lied ist oder so, und dann kommt alles zusammen und dann viermal Gesang und dann viermal mit dritter Lied. Generell finde ich das ein ziemlich gutes Konzept so. Weil so hast du eine ständige Steigerung drinnen, weißt du. Früher hast du den Gesang, der was das Ganze steigert, und danach hast du die dritte Gitarre, die was alles steigert. Fix, und der Grundteil bleibt gleich quasi, oder? Also ich weiß nicht, ob ich krage meine andere Band was sage. Wir haben da komplett andere Herangehensweisen, weil der Matthias zum Beispiel, der steht überhaupt nicht auf Rhythmuswechsel im Lirl zum Beispiel. Also dem zart ist viel mehr, wenn ein Lirl halt mit, was weiß ich, als Beispiel jetzt 126 BPM durchgeht. Ich als Musiker bin da eher drei oder vier Rhythmuswechsel drinnen und alles. Aber ja, nein, also eher zart ist so halt einfach mehr, und ja, deswegen haben wir das halt im Endeffekt so, auch wenn kleine Passagen kommen oder so, die werden nie langsamer oder schneller oder so. Das ist halt, es ist, ja, wie je nachdem, was man sich unter Dynamik vorstellt. Ich finde das voll interessant, weil du hast immer das gleiche Tempo, weil ich bin eher auch so ein bisschen chaotischer beim Schreiben, oder dass es so Tempowechsel sein oder so, wie du sagst. Aber ich finde eben genau die andere Seite voll geil, weil du da irgendwie noch voll haut, so ein Post-Rock-Lied zu schreiben, wo einfach du das so durchziehst. Und da finde ich immer voll schwierig, die Übergänge zwischen die Teile, oder? Dass die so daherkommen, dass die gut passen, oder? Weil wenn ich sowas machen will, dann fühlt sich bei mir immer langweilig an, was ich mache. So. Und wenn ich mir das von euch anhöre, ist trotzdem, es ist ewig lang, aber es wird nicht langweilig, weißt du? Und das finde ich irgendwie voll interessant, wie das funktioniert, oder? Das muss ich erst herausfinden, wie es das macht. Jetzt sind wir kurz hängen geblieben, glaube ich. Schauen wir mal, ob es sich noch da fängt. Oha. Jetzt ist er weg. Die Frage war zu zach. So, schauen wir mal, wenn wir einfach nochmal hinzufügen.
ob das dann geht. Ansonsten quatschen wir noch ein bisschen weiter. Vielleicht währenddessen, ich habe das vorhin schon ein bisschen angesprochen, nämlich das mit, also wie ihr euch stimmlich tut. Und ich habe da unlängst bei unterschiedlichen Podcasts und Interviews was gehört, was ich eigentlich recht spannend fand. Weil zum Beispiel der Spencer von Periphery, der ja in der Band auch Cleans und Screams macht, der macht für sich zum Beispiel einen sehr deutlichen Unterschied zwischen Recording und Live-Performance. Das heißt, beim Recording ist es ihm wurscht, wenn er seine Stimme zerschießt. Da geht es ihm vorsätzlich um die Emotion, die er erreichen will. Wenn das bedeutet, dass er am nächsten Tag nicht mehr reden kann, naja, Hauptsache das Recording war leibend. Live kann er das natürlich nicht so bringen, nicht? Weil man, da spielst du eine Tour und dann das kannst du nicht leisten. Andererseits der Andy Sisek, der mittlerweile der Front, also der Sänger von Monuments ist, der ist dann nämlich das genaue Gegenteil. Der ist jemand, der mit sehr viel Technik seine Stimme machen muss, eben auch für Cleans und Screams. Und der hat gesagt, na, wenn er es im Studio, dann muss er es so machen, wie er es auch live bringen kann, weil er muss immer so drauf schauen, dass es sonst nicht geht. Entschuldigung, ich weiß nicht, was los war. Passt gut. Na, bist du wieder da? Bist du wieder da? Ja, Peter, nur ganz kurz, wenn du hören willst, wie ich das finde. Ja, bei mir ist das, glaube ich, auch so. Es ist halt immer ein Unterschied zwischen Live und Studio halt extrem vom Feeling her, oder? Du musst irgendwie live, und es ist bei mir auch speziell nochmal, weil ich Gitarre spiele und singe, ist das für mich ganz komisch, wenn ich nur singen muss. Ich weiß nicht, wohin ich meine Hände tun soll. Am liebsten hatte ich so eine Luftgitarre umhängen oder so. Das ist für mich voll, ich kann erst auch beim Soundcheck immer nur, ich schreie immer nur, wenn ich Gitarre gleichzeitig spiele, irgendwie so. Für mich ist da sonst einfach, fühlt sich das komisch an. Da kann ich dir einen Tipp geben, weil das Problem habe ich auch ewig lang gehabt. Ja. Du musst halt mit einem Mikrofon singen, das was auch ein Kabel hat, weiß ich nicht, ob sie das da wahrscheinlich ja, schon. Ja, fix. Ja, dann kannst du mit der anderen Hand für mein Kabel herum fiechen. Das ist meine Alternative. Ich weiß nicht, du hast ja eh keine Wahl, weil du musst das ja auch auf den Ständer stellen, das Mikrofon, wenn du es Gitarre spielst. Aber eben sonst, falls es nicht so war, nachher probierst du das mit dem Kabel. Drum, wir wollten es schon seit Jahren, also ein Wireless-Scheiß-Ding einreden und gesagt, nein, da weiß ich nicht, was ich mit dem Ton sein muss. Nein, voll. Aber das ist bei mir auch das Gleiche mit der Gitarre, oder irgendwie, ich habe auch mal das ausprobiert mit Wireless und so, aber boah, keine Ahnung, wir sind einfach, ich finde einfach Kabel, da weiß ich, was ich habe, oder? Da passiert nichts. Ja. Wireless und immer so ein Schiss, hey, dass das ausfällt oder irgendein Scheiß ist oder so, aber... Ja. Alter, das ist ja, ich weiß ja, was unsere Gitarristen für Panik haben vor dem Konzert. Dass das ja auch noch genug, dass sie die Batterien ja auch noch genug gesoft haben. Und dann wechseln schon nach zwei Konzerten die Batterien, obwohl es wahrscheinlich eh vier aushalten, weil es Panik kommt, dass das irgendwie, man weiß ja nicht, ich glaube mittlerweile hat einer von einer sogar irgendwie so einen Tester. Was du schauen kannst, wie viel Soft da so drinnen ist in der Batterie. Aber als Gitarrist verstehe ich es noch eher, weil da fällst du halt einfach echt schnell einmal irgendwo drüber über das Kabel und hin und her. Ich finde es einfach ästhetischer mit Kabeln. Volle. Was ich da vorher noch fragen wollte eigentlich, Jimbo, weil ihr habt ja, weil mir die Anfangsfrage von Peter war ja eigentlich, oder auch von Jörg, warum, was dass wir irgendwas anders machen, was sie so empfinden, irgendwie beim Sound und so. Und jetzt möchte ich eigentlich gleich wissen, wie das bei euch ist. Bei uns ist es nämlich, glaube ich, so einfach, ich glaube, wir wollen einfach irgendwas machen, was uns einfach taugt, ohne den Gedanken zu haben, wir wollen jetzt so sein wie die Band. Weil es ist irgendwie so,
Wenn du anfängst, eine Band startest, dann hast du irgendwie schon den Gedanken, boah, ich will so sein wie, ich will auch so Musik, weil du bist ja inspiriert von irgendwelchen Bands, oder? Und du denkst da dann, ja, ich will auch so einen Sound machen wie die. Aber irgendwann machst du dann ein paar Lieder so, wo drauf kommst, boah, weißt du darfst dir nichts scheißen oder so. Du machst jetzt einfach, schreibst einen Riff, wo du denkst, boah, der ist schräg, irgendwie noch nie so gehört. Aber das machen wir jetzt. Oder ein Musikvideo. Probieren wir mal was anderes. Ist irgendwie fad, wenn immer das Gleiche machst, oder? Und dann denkst du, so, jetzt probieren wir mal das aus. Und ich glaube, wenn du vorm Release dann voll nervös bist und dir denkst, scheiße, das, vielleicht ist das voll der Blödsinn, was wir gerade machen, aber vielleicht ist halt auch voll geil. Und du so nervös bist, dann warst du irgendwo das. Oder das ist für mich der Reiz da dran. Da warst du, okay, das ist irgendwie es. Richtige vielleicht und so. Und ich glaube, mit der Idee dahinter immer was zu machen, auszuprobieren, einfach mit dem Schema so ganz zart zu entsprechen. Ich meine, sicher sagen Leute, hey, wir klingen wie die und die Band und so, aber das wird es halt immer irgendwie. Also, Leute probieren immer so zu vergleichen oder so. Aber ich glaube, das ist irgendwie so der Schmäh. Einfach machen, was an selber taugt. Einfach für sich selber Musik machen. Ich glaube, Ja, das ist. das darf ich, genauso unterschreiben. Es ist einfach so, der erste Beweggrund soll der sein. Dass Bin man ja. Musik für sich selber macht, weil man sie ausdrücken will, weil man sie selbst verwirklichen will. Für mich ist zudem halt einfach eine Art Katharsis, dass ich so, ja, Psychohygiene im Endeffekt, ich Fix für weiß mich nicht, ja. Genauso, ja. ich hab nicht viel davon, wenn ich irgendeine Gesprächstherapie bei einem Psychologen mache oder irgendwas. Das ist halt im Endeffekt ausreden kann ich mich bei einem Freund da. Aber eben in Hinsicht von Musik und Texte ist das halt für mich aber das, was am besten funktioniert hat. Und für mich ist auch in der Musik, ja, generell auch im Leben, Individualismus ist für mich aber schon wichtiger gewesen, als dass man irgendwie wie so oder so klingt. Ich habe zwar zuerst gesagt, ich wollte ein bisschen so klingen, weil ich die Street Kontakt mit Schreik sagen, aber im Endeffekt klingt sie dann doch alles ein bisschen anders. Und nein, also den Grundgedanken von einer individuellen Herangehensweise und auch wenn es vielleicht so experimentell ist, dass man manche Teile vielleicht schon als avantgardistisch beschreiben konnte oder so, war das jetzt bei Akiri weniger, aber sicher bei einigen Bands. Und es ist halt, wie du sagst, du kannst halt, wenn du selber dahinter stehst, ist es wurscht, aber sonst kannst du halt gewinnen und verlieren. Ist halt die Chance ist halt relativ gleich hoch, wenn man ein experimentelles Album macht. Ja, fix. Und ich finde halt auch einfach, dass wenn du das nicht probierst, dann veraltet, dann hast du, glaube ich, auch nicht, du willst ja auch 100% dahinter stehen, oder? Und das geht ja allein, wenn du 100% von dir da einig gibst und wenn du irgendwie schaffst, denn was Eigenes irgendwo zu machen, oder? Und das ist irgendwie das ist ja das, um was es geht. Du willst dir selber verwirklichen. Und das, was du sagst, so mit der Therapie, das empfinde ich genau gleich eigentlich wie du. Das ist irgendwie so. Du hast das Ventil, oder? Das haben eigentlich voll wenige Leute, weil es gibt echt nicht, wenn man so in der Musikerblase ist, dann sieht man immer alles Bands, aber eigentlich ist das ja ganz wenig Leute eigentlich so, jetzt zum Beispiel in Österreich, wo sie irgendeine Band haben und wo sie dann auch nur so ein Genre machen, wo es um Emotion und Ausdruck geht, wo du einfach ein Ventil hast, um das aus sich zu schreiben oder zu schreien, was du empfindest. Ich finde das auch. Ich bin da voll bei dir, das ist wie so Therapie. Das ist Ja, voll cool. ich weiß jetzt leider nicht ganz. Das Album habe ich mir heute am Vormittag noch angehört, aber was geht es bei euch inhaltlich meistens so? Ich glaube, es sind einfach. Ich wollte nie so ganz offensichtliche Sachen schreiben, wo jeder so, wo denkt, okay, da geht es jetzt um die Liebesgeschichte oder so, sondern eher, dass sich jeder, was es anhört, irgendwie selber sein Ding. Bisschen kryptisch, oder? Ich bin ein Riesenfan von Fjord aus Deutschland. Voll geil. Ich finde, wie die Hast du Texte Hotel schreiben, Sessions gesehen? ja, so zack. Alter, ich schaue mir das so oft an, vor allem der Ja, Schuss. volle. Und das Geile ist bei der Hotel Session, was ich auch so geil finde, sie sind auch so Band, wo so,
Die springen nicht so zart auf den Social Media Hype die ganze Zeit, auch mit Single und immer posten, dass man ja aktuell bleibt, so, weil das sieht ja ein bisschen kritisch immer so, dass alles so voll schnell gehen muss die ganze Zeit. Sie posten einfach dann wieder mal ein Jahr nichts und so. Und dann kommen sie daher mit so einer Hotel-Session und einem neuen Album. So, das finde ich voll geil. Ja, einfach. Aber das ist bei denen dann immer schnell gegangen. Nein, aber ich kann mich nämlich nur erinnern, Alter, ich hab das erste Mal gesehen, 2013 oder so, im EKH in Wien mit Svalbard. Ach, ja, fix, voll geil. Alter, das war so geil, weißt du, weil die Bands hat keine Sache, Centuries waren noch dabei. Mhm. Die zahlen wir auch ziemlich. Zach. Das war das Megakonzert, weißt du, und ein paar Jahre später, weißt du, sind das alles voll die Nummern, weißt du, das hätte ich damals nicht gedacht, obwohl ich mir echt gedacht habe nach dem Konzert, Alter, was war das jetzt für ein geiler Scheiß. Da war jede Band cool, ich bin kein einziges Mal rausgegangen, ein Bier holen oder irgendwas, weil es mich so zart hat. Und das ist das Geilste, gell? Wenn man so kleine Shows geht und du gehst es so ab, weil was für ein Line-Up ist denn das, hey? Fjord, Svalbard und Center, das ist ja voll der Tag. Ja, echt, das war so, ich weiß nicht, was 13 oder 14 war, ist ewig her, aber das war super geil. Ja, so. Svalbard mit dem neuen Album, da habe ich mich noch nicht so angefreut. Nein, ja, nicht ganz. Mir singt sie, glaube ich, auch ein bisschen zu viel das Mal. Mhm. Nichts gegen ihren Clean-Gesang, aber mir kommt fast ein bisschen vor. Diesmal hat es ein bisschen übertrieben mit Klar-Gesang, weil sie halt auch abnormal geile Freistimmen hat, weißt du? Ja, voll. Und ich finde da ihr Songwriting extrem geil. Das hat so einen zachen Flow, finde ich einfach, was sie schreiben, oder? Da ist jeder da, also, das passt so. Ja, das ist echt. Ich denke, das Album davor. Und auch die ganzen Split-Geschichten, da haben wir immer eh alles auf Platten von einer im Drum, das ist nur mehr geil gewesen. Und ja, voller geil. Ja, Fjord ist auch unglaublich geil für deutsche Verhältnisse, blöd gesagt. Ja, aber manchmal nicht ganz nachvollziehen kann, von was er, wie er zu solchen Texten kommt. Nein, ey, voll jetzt auch. Naja, manchmal, was das so Sachen wie die eine Geschichte mit dem Gedankenpest oder was auch immer, da kenne ich mich hinten vorne nicht aus. Das ist auch ein guter Text. Weißt, der ist mir oft dann ein bisschen schon vom Texten her ein bisschen zu, weiß ich nicht. Ja, ich finde das zum Beispiel. Wenig verbockte Metaphern halt. Ja, genau. Und ich finde halt, das ist cool für den Hörer, weil ich glaube, du hörst dort rein dann was anderes wie ich zum Beispiel oder so. Ich finde die Idee voll geil. Voll geil und so. Ja, eben genau das. Eigentlich sind wir jetzt ausgeschweift, gell? Wir wollten über Text. Aber das ist das, ja, was ich eben auch textlich, sicher auch sozialkritische Texte viel, was wir machen. Und halt irgendwie halt so verpackt, dass es für jeden irgendwie, ich probiere mal, dass es für mich eine eigene Geschichte ist, der Text, was sie schreibt, dass sie genau weiß, das ist das, die Geschichte dazu, aber dass sich wer anderer anhört und sich selber sei, also so weit kryptisch erzählen, dass er sich selber sein Bild machen kann, wenn es sich einer gibt, halt die Lyrics. Das ist nämlich auch oft in dem Genre, dass einfach, es geht halt um den Sound auch oft. Aber ich finde Text halt extrem wichtiger. Aber wie ist das bei euch mit Text schreiben? Um was geht's? Ja, wir haben ich habe bis jetzt noch ein einzig sozialkritisches Lied gemacht, 69 Dead Birds vor Utøya, was quasi halt diesen Amoklauf kritisiert vom Anders Breivik. Und sonst ist bei uns genau das, was du zuerst gemeint hast, mit kaputte Liebesgeschichten, Entfremdung, Drogenscheiß, alles was halt im Endeffekt, ja, Entfremdung und Broken Relationships, also hätte ich jetzt einmal als Grundtenor gesehen. Das sind auch irgendwie die einzigen Sachen, was ich schreiben kann. Nicht, dass ich jetzt kein sozialkritischer Mensch bin, weil ich glaube, das bin ich in den letzten Jahren immer mehr geworden und auch immer mehr, wie soll ich sagen, ich kann mich ja immer mehr über Politik definieren und hin und her, aber das ist halt nichts, was bei uns in die Texte Einfluss hat, sondern da geht es halt wirklich nur um mein Psychoscheiß, eben Depressionen, Entfremdung und alles das. Und was soll ich jetzt sagen?
Ja, nein, ich wisse jetzt gar nicht, wie ich was anders schreiben sollte. Und meine Texte sind halt, also so leid wie meine Mama oder einige von meine besten Freunden sagen halt, das tut überhaupt nicht, dass ich da so übertrieben ehrlich bin und so geradlinig und hin und her und bezeichne das als Seelenstriptease und solche Sachen. Aber ja, du. Nein, ich finde Ich das muss das, ich raus. muss das, ich muss das so machen und ich bin halt nach wie vor der Meinung, egal ob Musik, Literatur, oder Film, es muss halt auch bis zu einem gewissen Grad auch schockieren, weißt du? Sonst gibt's ja, sonst findet keine Progression statt, weißt du? Und Nein. man muss jetzt nicht auf Teufel komm raus, außer irgendwen provozieren. Das sehe ich auch nicht so. Also. Aber wenn ich halt einfach kaputte Texte schreibe, weil mein Leben bis zu einem gewissen Grad kaputt ist, dann ist es halt einfach authentisch und nicht unbedingt was Schlechtes. Na genau, finde ich, wollte genauso sagen jetzt, weil wenn du sagst, du schreibst halt ehrliche Texte, wieso sollte es dann falsch sein, was? Eigentlich ist das genau das Richtige. Und ich glaube, das macht es halt auch aus, oder viele Leute können mit dem vielleicht dann nicht so umgehen, aber Das ist ich nämlich finde, eher, was, ich glaube dass die Leute zu faul und zu gemütlich sind, dass sie sich damit auseinandersetzen. ja, voll, ja. Ja, Man na, muss weil sich es schon zu einem erfordert. gewissen Teil öffnen, oder? Um sowas zuzulassen, also. Und das ist halt, finde Klar, ich, und das geil, ist, oder? ja, das ist für manche Leute nicht so leicht, weil sie sich mit dem nicht belasten wollen, blöd gesagt, weißt du? Und na, Ja, mir volle. ist das wichtig. Und mir ist es auch wichtig, dass ich sage einmal, meine Texte sind so 90% autobiografisch, ein bisschen was ist aber dabei, was ich halt dann vielleicht, was halt vielleicht die Story dann noch ein bisschen aufpeppt oder so. Aber sonst ist das eigentlich, bin das eigentlich eins zu eins ich im Normalfall. Und na eben, es ist halt einfach, manche Leute ist das dann einfach zu arg, weißt du? Und ja. Aber ich bin halt nicht gut, dass ich was grundlegend umschreibe. Natürlich sind es manchmal Metaphern, natürlich verbockt man manchmal was in Metaphern, aber ja, im Endeffekt ist bei mir eher schon so. Und ja, es ist arbeit, kommt arbeit drauf an. Ich bin da schon ein paar Mal auf die Pappen gefallen, auch wenn ich in Interviews zu ehrlich war, zum Beispiel. Was weiß ich, meine Mom kommt alle halbe Jahr auf die Idee, dass jetzt Harakiri und meinen Namen googeln muss, und dann kommen wir dabei. Bei irgendwelchen Interviews, irgendwas zutage, was der so. Einmal war, ich hoffe, das kann ich da jetzt sagen in dem Interview, da waren wir auf Tour in Dänemark, ruft mir mein Vater und sagt: Michael, das mir hast du das übertrieben. Sag ich, was? Was ist eigentlich passiert? Naja, die Mama hat da irgendein Interview gelesen, wo du über deine Kokserei schwärmst und dass der Sigmund vorhin schon recht gehabt hat, dass er das früher verschrieben hat gegen Depressionen und hin und her. Ich hab mich nicht daran erinnern können, weißt du? Ich sag, super, weißt du? Da Logischerweise. bist du auf Tour, weißt du, irgendwo in Dänemark und kannst nicht einmal gescheit ausreden nachher oder ihr das erklären oder was auch immer, weißt du? Ich gesagt, super, warum musst du immer die Pappen so weit aufreißen in die Interviews, weißt du? Scheiße. Ja, nein, drum, aber ja, ich tue das nach wie vor. Nicht jetzt, so wie ich jetzt gesagt habe, in der Hinsicht reise ich mir jetzt mittlerweile eher zusammen, aber ich bin halt auch nicht, wie soll ich sagen, wenn es mir irgendwelche speziellen Sachen fragen, nachher freut es mich halt auch nicht herumliegen, weißt du, ich bin 30 Jahre alt. Nein, wieso auch? Ja. Es ist das, was du immer ein Problem kriegst, halt vielleicht, wenn dein Arbeitgeber oder was auch immer da nachschaut, aber ja. Na, fix, volle, volle. Das ist echt. Und wie ist das bei eigentlich generell auf Tour? Ist das, wie fühlt sich das Tourleben für dich an? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind halt diese Nightliner-Touren schon lieber, eben weil das zum Beispiel mit dem, dass ich dann gleich schlafen kann nach dem Konzert und hin und her, halt einfach um einiges vereinfacht, als wie wenn das Hotel wieder, weil es um 10 Euro billiger war für den Veranstalter, wieder irgendwo 7 oder 8 Kilometer von der Location weg ist und ich dann im Endeffekt mal, nicht, dass ich solche Strecken noch nie gegangen war, weil ich halt einfach ins Bett will, aber es ist halt unpraktisch. Und du kannst ja halt auch nie ausschlafen, weil du kommst nämlich dann schon bei diesen Nightliner-Touren in einen gewissen Rhythmus rein. Du schlafst ja halt dann einfach bis 11 oder 12. Das tat dir daheim nie.
weil ich bin kein Langschläfer, ich kann das nicht gescheit. Aber auf Tour geht das halt dann schon. Und das ist was, was einfach auf die Substanz geht. So, was weiß ich, so 18 Tage lange Bustouren, wo du mit dem Van unterwegs bist. Eben, das ist eh recht der Gaudi, wenn es einmal über ein verlängertes Wochenende ist oder irgendwas. Aber so lange Touren. Und dann teilweise mit irgendwelchen Strecken von 700 Kilometer dazwischen oder Ja, so, weißt ist da, ja. du? Wo es dann teilweise, da haben wir schon Geschichten gehabt, wo wir nach dem Konzert noch wegfahren müssen haben, weißt du, damit wir am nächsten Tag am Nachmittag dort sind. Ja, voll da. Ungefährlich ist das auch nicht, muss ich ganz Na. ehrlich sagen, weißt du? Also da mit Sekundenschlaf und hin und her, weißt du, das sind jetzt nicht so Sachen, die was man jetzt taugen, weißt du? Weil ich bin erst immer der Dritte, der was zum Fahren dran kommt. Also, Okay. Macht, aber ja, wechselt sie das. ab einfach ganz normal, oder? Ha? Wechselt sie ab einfach mit vorne, also. Ja, sind halt die zwei, die was am besten fahren können, besten Auto fahren können, die fahren halt meistens. Und ich bin halt erst die dritte Wahl, blöd gesagt. Ja, eh Was fein. nicht heißt, dass ich nicht Auto fahren kann, aber darum, zuerst fährt halt der, dem was der Bus gehört, und dann fährt der zweite, der Genau, was ja. mit dem Auto fährt, und dann kommen halt erst die. Aber das ist halt, ja, ich glaube, dass wir da schon oft über unsere Verhältnisse gegangen sind. Weißt du, weil es fährt einfach keiner 8 Stunden oder 1 Stunde am Stickel gut, weißt du? Na, volle Das Sache. ist einfach, weißt du? Und man sicher, da waren da irgendwelche Klopausen oder kurze Tankstellenpausen dazwischen, aber da braucht es halt im Endeffekt mehr. Und ich finde das alles nach wie vor sympathisch, und das ist ja wahrscheinlich nach wie vor das Hardcore-Kid in mir. Dieses in einen Bus steigen, wegfahren und irgendwelche scheiß Kellershows spielen. Ja, volle. Das ist was ich nie verloren habe. Und warum ich auch oft gern dann nur in kleine Bands ausgeholfen habe als Bassist oder irgendwas, weil man eben das nach wie vor zahlt. Ja, Und sicher, es hat volle. etwas Ehrliches, sagen wir so. Volle. Ja, und was ich auch finde immer, es ist so, du steigst ein in den Bus und dann ist dein Leben davor, kannst du so ausblenden und du hast jetzt halt so 2, 3 Wochen, lebst halt voll im Moment, oder? Und das finde ich halt voll egal, weil du weißt nie, was dir erwartet irgendwie, du weißt nie, was vor einer Show. Ich glaube, das macht die Tour so speziell, weil ich finde immer jedes Mal, auch wenn es zach wird, hey, zwischendrin, wenn es wirklich an die Nerven zerrt und so, du kommst heim und du denkst am nächsten Tag, mach schon, dass es schon wieder vorbei ist irgendwie. Das ist halt jedes Mal so gewesen eigentlich, muss ich sagen. Egal wie zach Ja, die das, Tour das, war das, oder so. das ist das. Das ist das. Und wenn du so Nightliner-Tour hast, da ist halt der Tagesplan und alles ist schon komplett vorgegeben, weißt du? Ja. Da hängen in der Früh ein Zettel auf der Klotür, wo draufsteht, wer wann Soundcheck hat, wer wann wo Essen kriegt und wann der Bus wieder fährt, blöd gesagt, weil die fahren dann auch manchmal die Nacht durch. Weißt du, bei diese Nightliner-Touren komischerweise oft schon um eins oder zwei Get-In hast. Dafür, ja, werde dann ewig aufgebaut und hin und her. Na, und ja, ich habe das Abenteuer Van-Tour, wenn es jetzt echt nicht 1000 Kilometer jeden Tag waren, eigentlich schon mal ganz geil gefunden, muss ich sagen. Sehr volle, aber ich stelle mir eben, wir haben noch nie Nightliner Tour gehabt, aber ich stelle mir das schon auch ganz, hat auch sicher voll seinen Charme und so. Aber wie Ja, du sagst, sicher. ja, wenn das so geplant ist und so, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Man stellt sich so, wenn man so im Van, in der Bandgröße von einer Van Tour ist, irgendwie so, dann wünscht man sich immer, boah, einmal Nightliner Tour und so. Und dann hat man wahrscheinlich die Nightliner Tour und denkt man, irgendwas fehlt halt die Van Tour, wo irgendwie mehr Abenteuer. Kann ich mir schon vorstellen, so. Ja, und was halt auch dazu kommt, wenn du jetzt eine Tour spielst, wo du quasi immer mit dieselben Bands tourst, du fährst mit dem Bus, du lernst die Leute einfach nicht gescheit kennen. Das ist halt einfach, in einem Nightliner ist das viel praktischer, Ja, fix. dass man die anderen Bands kennenlernt und mit denen halt danach quasi interagiert und alles. Also das habe ich schon einmal gemerkt, dass die Leute. Ja, die wo du einfach nur quasi dann im Backstage zusammenguckt bist oder hin und her, da kommt es auch oft auf die Mentalität von den Leuten, was mir schon oft vorkommt nachher, was denn die Skandinavier, die sind sowieso eher recht ruhig und Ding und hin und her, und dann kommt da oft gar kein Gespräch außer, und das ist halt irgendwo schade. Ja, Spielst volle. 18 Konzerte miteinander
Und redest nicht. Und das geht im Nightliner einfach automatisch, weil du auf engem Raum bist und hin und her. Ja, du Du kommst hast nicht halt, raus, halt, oder? ja, irgendwer wie PlayStation mit dir spielen und so Sachen, weil mir liegt das nicht, aber eben, da sind halt dann ständig die Leute zusammen und spielen FIFA oder irgendwas, weißt du, das merkt man dann schon, dass da voll viel am fünften Tag oder schon fremd sind, weißt Voll cool, aber ja. Das ist auf jeden Fall so. Also, Na, das ist ja das, was ich, wenn du auf Tour gehst mit so Bands, zum Beispiel aus England, so und du, die sind einfach aus einem anderen Land und machen irgendwie auch so ihr Band-Ding und Musik und so. Das ist einfach cool, was man da kennenlernt, Leute, oder? Was ich mir denke, was wir durch die Band irgendwie in ganz Europa irgendwie Leute kennen, wo einfach. ja, eben, das ist schon cool. Man vergisst es oft wieder, dass das eigentlich voll ist. Ein cooles Privileg ist, was man hat, eigentlich so, dass man so viele kennt. Erst jetzt nach einem Jahr nicht spielen, wird man das alles so zart bewusst, dass das eigentlich volle Schade ist. Ich würde echt gerne wieder spielen. Ja, also für mich ist das alles miteinander auch die volle Katastrophe, weil ich bin so unruhig. Ich bin normalerweise alle 3 Tage irgendwo anders. Ja, darum für mich ist das mal in Österreich geht es ja eh halbwegs, also zumindest zwischen Wien, Salzburg und da bei der Waldhütte, wo jetzt bin ich herumgurken kann. Aber so dieses Wegfliegen und hin und her, und das ich war, was denn nicht nur mit der Band, sondern auch privat, bin ich sicher 4 oder 5 Mal im Jahr irgendwo hingeflogen, nach Amerika oder sonst irgendwo. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass ich da daheim sitze und ich wäre schon langsam auch. Mein Alkoholismus ist mittlerweile nicht mehr gar so sinnvoll, weil einfach alles am Zeuger geht. Ich bin trotzdem kreativ, aber irgendwann reicht es jetzt auch einmal mit kreativ sein, weil das tue ich eh schon seit letzten März. Ja, ist volle Sache. Und irgendwie hast du halt auch irgendwie Wenn Falt du keinen und Input hast, hast du keinen voll. Output, weißt du? Das ist Ich halt mag das. gedacht, gell, so Lockdown und so war cool, kann man nochmal sich richtig Zeit nehmen, Lieder zu Ja, schreiben. genau, beim ersten war das auch voll cool. Ja, fix. Aber je länger das dauert, umso weniger Inspirationsquelle hast du irgendwo, oder? Und dann denke ich mir immer, ist eigentlich ein bisschen zach, langsam. Na eben, das ist eben das. Ich habe auch am Anfang, beim ersten Lockdown, haben wir gedacht, ja, nein, wir haben jetzt so viele Konzerte gespielt, Album gemacht und hin und her. Es passt eh, wenn mir jetzt, wenn jetzt einmal einen Monat oder 2 nichts passiert. Das hätte ich mir auch gewünscht, aber ich hätte dann gerne in die 2 Monate, wo ich Zeit habe, so Sachen gemacht wie alte Freunde, irgendwo in Graz oder in Innsbruck oder Ja, irgendwas fix, ja. besucht. Aber das ist ja natürlich, halt, danach hat es dann halt auch nicht gespielt, weißt du? Alles ein Ja, bisschen Sache, Kacke. volle. Gut, Ja. ich glaube, wir haben eigentlich schon ziemlich gut die Zeit gefüllt. Ja. Das heißt, ich muss euch leider unterbrechen. Aber Passt halt. ich denk, es ist auch eine recht gute Note, dass wir jetzt sagen, wir haben interessante Themen gehabt oder ihr habt interessante Themen besprochen. Und jetzt hoffen wir, dass die Lage sich bald verbessert, dass ihr euch diese Sachen wieder widmen könnt und nicht da irgendwie weiterhin warten müsst und euch die Inspiration ausgeht, trotz Zeit. Ja, fix. Genau, also an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei euch bedanken für die Einblicke. Sehr cool, wie ihr da geteilt habt, wie es bei euch in den Bands ist, wie es für euch ist, das Tourleben, das Band-Dasein, Songwriting, alles Mögliche. Also danke dafür. Ich glaube, so vom Feeling, ich glaube, ihr hättet jetzt noch viel, viel länger reden können, aber uns geht irgendwann auch die Zeit aus. Ja, uns ist Fahrt, verstehst Ja, na, hoffen wir, dass man euch bald irgendwann wieder mal auf einer Bühne sehen kann. Das würde du? mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Fix, Michael. Genau, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken bei der Klangfarbe in Wien, die uns helfen bei der Promo von der ganzen Sache und natürlich alle Musiker in Wien auch gerne helfen bei der Auswahl von Instrumente oder Beratung und so weiter. Und Ja, brav ist der Andi. dann bleibt mir eigentlich nur noch die Frage, ob ihr vielleicht noch irgendwelche letzte Worte habt oder irgendwelche Promo-Sachen, die ihr ankündigen wollt oder ein Shoutout oder was auch immer. Na, nicht wirklich. Habe mich gefreut, dass ich euch kennengelernt habe. War ein cooles Gespräch, aber sonst gar so viele Ankündigungen gibt es leider gerade nicht mehr. Ja, bei mir ist das Gleiche. Hat mich voll gefreut. War cool, voll interessant. Eben wie du gesagt hast, kann noch lang so gehen, glaube ich. Ja. Kann schon Quatsch. Aber nein, wir haben auch nichts zum Ankündigen mal.
Voll cool, aber danke für die Einladung. Hat mir voll gefallen. Gerne. Ich hoffe, dass wenn es wieder mal möglich ist, dass wir euch tatsächlich in einen Raum setzen und das Ganze in Persona wiederholen können. Fix, da hat mich frei. Wär vielleicht cool. Vollgas. Dann an dieser Stelle nochmal Dankeschön. Schönes Wochenende euch beide und schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bleibt massiv. Ciao. Macht es gut. Ciao.